So, willkommen zum 12. Übungsblatt. Diese Woche geht es um Eigenwerte und Eigenvektoren. Und gegeben haben wir jetzt eine Spiegelungsmatrix, die ist schon ausgerechnet. Und zwar, hier ist sie jetzt A genannt, obwohl wir sie die letzten Wochen immer S genannt haben, aber hier heißt sie A. Und die berechnet die Spiegelung an einer Gerade. Und zwar die Gerade, die am Vektor 1, 1, also die Spiegelung an der Gerade, die durch den Vektor 1, 1 aufgespannt ist. Das heißt, wenn wir uns das aufmalen, dann ist die Gerade, an der wir spiegeln, g, das ist der Spann von u. Und das ist die Gerade, an der wir spiegeln. Und jetzt haben wir in Aufgabenteil A die Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen. Und ist das besser? Ein bisschen Licht. So. Und das kann man sich hier jetzt für Spiegelungsmatrizen auch schön geometrisch überlegen. Und zwar, sind Eigenwerte oder beziehungsweise Eigenvektoren? Eigenvektoren sind die von der Abbildung auf ein Vielfaches sozusagen der Streckung von sich selber abgebildet werden. Und hier können wir uns zwei Sachen angucken. Und zwar, was passiert denn jetzt zum Beispiel für einen Vektor g, der auf der Geraden ist, also ein Vielfaches von u? Ein Vielfaches von u wird auf sich selber abgebildet. Das heißt, wir können uns überlegen, für alle V-Element vom Spann von U, also alle Vielfachen von U, wissen wir, also alle, die auf der Gerade liegen, wissen wir, dass A von V gleich V ist. Die werden auf sich selber abgebildet. Okay, das heißt, damit können wir ablesen, dass 1 ein Eigenwert ist. Und die Leute, und was wird auf sich selber abgebildet? Also, das sind alle, die auf der Gerade liegen. Also, wir erkennen, dass Lambda gleich 1 ein Eigenwert ist mit Eigenraum. Und zwar, da fragen wir uns, für welche passiert es alle? Und zwar für die, die auf der Gerade liegen. Also der Eigenraum von Lambda gleich 1, Lambda 1 gleich 1, ist der Spann von U. Also alle Elemente, die auf der Gerade liegen, werden sozusagen nicht gespiegelt, sondern auf sich selber abgebildet. Das heißt, sind dann Eigenvektoren zum Eigenraum 1. Okay, was können wir uns noch überlegen? Über welche Vektoren wissen wir noch, wie sie gespiegelt werden? Wir wissen jetzt, Vektoren, die orthogonal zur Gerade stehen, und mit orthogonal meine ich natürlich sozusagen orthogonal dann hier. Das heißt, alle Elemente hiervon, das sind ja Vektoren, das ist ja die orthogonale Gerade dazu. Das ist das orthogonale Komplement davon. Alle Vektoren, die hier liegen, da wissen wir, dass sie gespiegelt werden auf die andere Seite der Gerade, also einfach auf minus mal sich. Also ein Vektor hier, v, das orthogonal zur Gerade ist, wird abgebildet auf minus v. Okay, also das heißt, wir wissen für alle v, mit v ist orthogonal zu u, gilt a mal v ist minus 1 mal v. Ja. Okay, und jetzt können wir uns überlegen, welche sind orthogonal zu u. Das sind sozusagen, das ist auch wieder eine Gerade und das ist der Spann von einem orthogonalen Vektor zu u. Was ist ein orthogonalen Vektor zu u? Zum Beispiel, wenn u 1, 1 ist, dann ist ein orthogonaler Vektor zu minus 1, 1. Das heißt, wir erkennen, dass Lambda 2 gleich minus 1 ein Eigenwert ist mit Eigenraum. Und jetzt sind das alle, die orthogonal zur Gerade stehen. Das heißt, Lambda 2 gleich minus 1, das ist der Spann von welchen die orthogonal dazu stehen. Und wenn u 1, 1 ist, ist ein Beispiel für ein orthogonaler Vektor, zum Beispiel der und der ganze Spann davon. Das ist diese Gerade g, also nenne ich jetzt mal G-Schlange, das orthogonale. Okay,
Das kann man hier so geometrisch ablesen. Alternativ, wenn man das sozusagen nicht glaubt oder das nicht einsichtig findet, kann man auch einfach, wie immer, von der Matrix A das charakteristische Polynom bestimmen, die Nullstellen und dann die Eigenräume bestimmen. Und dann kommt man auf die gleichen Werte. Okay, dann kommen wir zur Aufgabe 1b. Und in Aufgabe B haben wir einen, also gegeben ist dann ein Eigenvektor v von a. Und die Frage ist, sind dann v und a von v linear unabhängig oder linear abhängig? Das sollen wir beantworten. Also, ob ein Eigenvektor und sein Bild linear abhängig oder linear unabhängig sind. Und dann sagen wir erstmal, okay, Eigenvektor v von a und jetzt sagen wir zu Eigenwert lambda, irgendeine Zahl aus r. Das gilt jetzt nämlich auch allgemein. Und nicht nur für diese spezielle Matrix, sondern es ist eine allgemeine Matrix. Das heißt, was heißt es denn, dass die linear abhängig oder linear unabhängig sind? Also als erstes heißt es, okay, stopp, langsam. Und zwar, wenn damit v ein Eigenvektor zum Eigenwert lambda ist, wissen wir, dass a mal v gleich lambda mal v ist. Das ist die Definition eines Eigenvektors bzw. Wert. Das heißt, wenn wir das jetzt auf die andere Seite bringen, minus lambda v, dann steht da a v, anders. Okay, und jetzt wollen wir das, hätte ich mir vorher ein bisschen besser überlegen können, was die schönste Art ist, das zu beschreiben. Okay, was heißt es, wenn zwei Vektoren linear unabhängig sind? Das heißt, dass wenn wir eine Linearkombination der Null haben, also wenn wir überlegen, also wenn wir uns Koeffizienten Alpha 1, Alpha 2 aus R nehmen, sodass wir aus V und AV die Nulllinear kombinieren können, dann müssen Alpha 1 und Alpha 2 gleich 0 sein. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das hier der Fall ist. Und was ich jetzt gesagt habe mit der Eigenschaft, dass V ein Eigenvektor ist, wissen wir, können wir das einsetzen. Das heißt, dann steht da Alpha 1 V plus Alpha 2 mal Lambda V ist gleich 0. Und das können wir umstellen. Das ist das gleiche wie Alpha 1 plus Lambda Alpha 2 mal V gleich 0. Und jetzt ist die Frage, ob wir jetzt Alpha 1 und Alpha 2 finden können, sodass wir hier Alpha 1 und Alpha 2 ungleich 0 finden können, sodass das 0 ergibt. Das ist äquivalent dazu, dass Alpha 1 plus Lambda Alpha 2 gleich 0 ist. Und Lambda ist ja jetzt fest, aber Alpha 1 und Alpha 2 können wir wählen. Und dann könnten wir zum Beispiel Alpha 2 als 1 wählen und Alpha 1 als minus Lambda. Und dann haben wir eine nicht triviale Linearkombination der 0. Ja. Das heißt, es existiert eine nicht triviale Linearkombination der Null und somit sind V und AV linear abhängig. Ja. Man könnte es auch noch ein bisschen anders aufschreiben. Das ist sozusagen jetzt, wenn man den Ansatz folgen will, was man für lineare Unabhängigkeit kennt. Alternativ können wir auch die Gleichung Stern nochmal umstellen. Und zwar, wir wissen, dass a mal v minus lambda mal v gleich 0 sind. Das ist einfach, wenn ich die Sterngleichung, die Definition von Eigenwert und Eigenvektor umstelle, kann ich das so machen. Und jetzt sehe ich ja, also ich soll ja jetzt zeigen, dass dieses Element x
und dieses Element y linear unabhängig sind. Und jetzt sehe ich genau, so hatte ich mir jetzt Alpha 1, Alpha 2 hatte ich mir als 1 gewählt und Alpha 1 als minus Lambda. Und dann sehe ich auch hier, dass ich eine nicht-triviale Linearkombination der 0 habe, nämlich einmal das Element minus Lambda mal das andere Element. Das ist auch, kann man sozusagen auch direkt hieraus ablesen, dass wir eine nicht-triviale Linearkombination der 0 finden mit den Faktoren 1 und minus Lambda. Okay, also sind die auf jeden Fall linear abhängig. Macht in dem Sinne auch Sinn, wenn wir überlegen, was Eigenvektoren geometrisch bedeuten. Und zwar, das bedeutet ja, v ist dann ein Eigenvektor, wenn es auf ein Vielfaches von sich selber abgebildet wird. Das heißt, v und das Bild von v sind dann vielfach voneinander und damit linear abhängig. Okay, kommen wir zu c. Ist es möglich, einen Vektor zu finden, der kein Eigenvektor von a ist? Die Antwort ist ja, und zwar auch, wenn wir... ganz einfach, und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach den zweiten Einheitsvektor uns angucken, also a mal 0, 1, und das ranmultiplizieren, dann wissen wir, der wird auf 1, 0 gespiegelt. Das können wir uns nochmal aufmalen. Und zwar, das ist hier ist unsere Gerade, die jetzt eigentlich in den Ursprung gehen sollte, so. Und jetzt gucken wir uns den zweiten Einheitsvektor an, also diesen Punkt. Der hat x-Koordinate 0 und y-Koordinate 1, also das ist e2. Und wir wissen, wenn wir den spiegeln, wird er gespiegelt auf e1, auf den Wert 1, 0. Und also a von e2 ist 1, 0 und die sind linear unabhängig. Die sind nicht vielfache voneinander. Das heißt, das ist ungleich Lambda mal 0, 1. Für alle Lambda aus R. Also wir können keinen Eigenwert oder keine Zahl Lambda finden, sodass 1 mal 0 mit dieser irgendwann mal multipliziert 0, 1 ergibt, weil wir hier immer diesen 0 haben und die löschen können. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Beispiel dazu, dass kein Eigenvektor ist. In D ist die Frage, ob die Summe von zwei Eigenvektoren wieder ein Eigenvektor ist. Und in der Übung hatten wir schon, dass wenn wir den gleichen Eigenwert haben, also auf Gamma D ist jetzt die Frage gegeben, zwei Eigenvektoren VW von A ist V plus W auch ein Eigenvektor. Dann müssen wir eine Fallunterscheidung machen, und zwar zu welchen Eigenwerten die Eigenvektoren sind. Und in das eine haben wir halt, wie gesagt, in der Übung schon gesehen, falls V und W Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert sind, Lambda sind, dann ist das wahr, dann ist V plus W wieder ein Eigenvektor, und zwar kann man aus zwei Sachen argumentieren, und zwar einmal wissen wir, dass der Eigenraum ein Teilraum ist, das heißt, die Summe liegt auch wieder drin, dementsprechend für V und W, wenn die Eigenvektoren sind, dann ist die Summe auch wieder in dem Eigenraum, oder wir rechnen es einmal mal kurz nach, das heißt A von V plus W, sollen wir einfach ausrechnen, weil A linear ist, wissen wir, dass es AV plus AW ist. Okay, jetzt wissen wir, V und W sind Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda, also ist das gleich Lambda V plus Lambda W und das ist gleich Lambda von V plus W. Und das ist ja auch, das heißt ja, dass V plus W Eigenvektor von der Matrix A zum Eigenwert Lambda ist. Und somit ist V plus W ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda. Okay, also das gilt, weil die Eigenräume Teilräume sind. Okay, in Fall 2, also
falls jetzt v und w Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind. Das heißt, a mal v ist irgendein Lambda mal v und a mit w ist irgendein Lambda 2 mal w und Lambda 1 ist nicht gleich Lambda 2, also das sind Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenvektoren, dann gilt das im Allgemeinen nicht für alle Matrizen. Also es kann sein, zufällig, aber es muss nicht immer sein. Und hier können wir jetzt mal ein Beispiel angeben. Zum Beispiel, wir wissen, wie gesagt, ja, alles aus dem Spann von U ist ein Eigenvektor. Also 1, 1 ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Und 1 minus 1 liegt im orthogonalen, also ist orthogonal zu der Gerade. Das heißt, das ist Eigenvektor zum Eigenwert minus 1 und das ist Eigenvektor zum Eigenwert 1. Und wenn wir die addieren, was kommt da raus? Okay, hier zum Beispiel. Wenn wir die addieren, kommt da raus a von 2, 0. Und a von 2, 0 wird auf 0, 2 abgebildet. Und das haben wir eben schon gesehen, wir können das nicht mit einem Lambda mal nehmen, sodass wir hier also wir wollen ja auf 2, 0 wieder rauskommen, dass wir hier eine 2 bekommen. Also es ist ungleich Lambda mal 2, 0 für alle Lambda aus R. Somit ist die Summe aus diesen beiden kein Eigenwert. Also falls das Eigenwerte zu unterschiedlichen Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind, gilt es im Allgemeinen nicht, dass die Summe von zwei Vektoren wieder ein Eigenwert ist. Okay, das war's zur Aufgabe 1. So, willkommen zur zweiten Aufgabe. Hier haben wir jetzt eine bisschen größere Matrix, also eine 3x2-Matrix gegeben, die wie folgt aussieht. Sieht 1, 2, 0, 4, minus 1, 0, minus 1, 1, 3 und ein Vektor v1. 2, minus 4, 1. Und jetzt sollen wir über die Matrix Aussagen treffen, insbesondere am Ende Eigenwerte und Eigenvektoren zu bestimmen. Aber als erstes kommen so ein bisschen Aufwärmungsfragen, und zwar die Frage, ist V1 ein Eigenvektor zur Matrix A? Wenn ja, zu welchem Eigenwert? Und ohne, dass wir jetzt komplett alle Eigenwerte bestimmen, kann man für einen gegebenen Vektor einfach überprüfen, ob das ein Eigenvektor ist, und zwar wir multiplizieren ihn ran und gucken, ob es ein Vielfaches von sich selber ist. Also ich berechne jetzt einfach a mal v1 aus, das heißt, wir schreiben uns die Matrix hin, das ist 1, 2, 0, 4 minus 1, 0, minus 1, 1, 3, 2 minus 4, 1, das rechnen wir aus. Wenn wir das ausrechnen, multiplizieren wir das, dann 2 mal minus 4, mal 2 minus 8 ist minus 6, 8 minus 4 ist 2 mal 4 ist 8, plus 4 ist 12, minus 2, minus 4 plus 3, minus 2, minus 4 ist 6, plus 3 ist minus 3. Kopfrechner ist nicht meine Stärke. Okay, und jetzt müssen wir rausfinden, ob dieser Vektor ein Vielfaches von dem ist. Und das kann man ja jetzt einfach sehen. Und zwar, wenn ich den verändern wollte, dann habe ich minus 3 mal der Vektor, dann steht da 2, minus 4, 1. Das heißt, wir sehen jetzt, das ist minus 3 mal der Vektor v1. Das heißt, wir können ablesen, dass V1 ein Eigenvektor von A zum Eigenwert minus 3 ist. Also ist V1 ein Eigenvektor zum Eigenwert minus 3 von A.
Ganz einfach, wir haben es einfach ranmultipliziert und ausgeguckt. Okay. Jetzt, mit diesem Wissen, sollen wir jetzt Aufgabenteil B beantworten. Und die Frage ist, ob die Spaltenvektoren der Matrix A minus 3 mal die Einheitsmatrix, also A minus minus 3 mal die Einheitsmatrix, ob die Spalten davon linear abhängig sind oder linear unabhängig. Es gibt jetzt wieder zwei Sachen. Entweder wir multiplizieren das, also wir rechnen das aus und dann können wir uns die Spalten angucken und vielleicht können wir ja erkennen, ob die linear abhängig oder unabhängig ist. Zur Not müssten wir den Rang davon bestimmen oder die Determinante, um das zu sehen. Aber da wir schon ein bisschen über Eigenvektoren und Eigenwerte haben, wissen wir Folgendes. Und zwar, wir wissen, der können wir es auch ausschließen. Und zwar, wenn Lambda ein Eigenwert ist, also ein bisschen in der Nebenrichtung, wenn Lambda ein Eigenwert von A ist, dann wissen wir, dass der Kern von A minus Lambda In nicht nur die Null enthält, sondern insbesondere auch Eigenvektoren. Und daraus wissen wir auch, dass also für dieses konkrete Lambda, das wir eingesetzt haben, dass diese Matrix A minus Lambda In nicht invertierbar ist. Das kann man immer sagen. Sobald wir hier einen Eigenwert stehen haben, wissen wir, dass die Matrix nicht invertierbar ist und somit bilden die Spalten auch keine Basis und sind damit auch nicht linear unabhängig. Also, man kann das jetzt ausrechnen oder wir sagen, da minus 3 ein Eigenwert von A ist, gilt A minus 3, A minus minus 3, I3 ist gilt A minus 3 ist nicht invertierbar oder was auch immer, welche Kette man da gehen will, nicht invertierbar und somit sind die Spalten nicht linear unabhängig. Denn wir wissen, dass der Eigenraum ist gleich, also V von Lambda ist der Kern dieser Matrix. Wir wissen, dass wir einen Eigenvektor finden, also ist der Kern dieser Matrix nicht leer. Damit ist die Matrix nicht injektiv, bijektiv, invertierbar, damit sind die Spalten nicht linear unabhängig. Okay. In Aufgabenteil C müssen wir jetzt das charakteristische Polynom berechnen. Okay, das heißt, wir stellen dafür diesen Ansatz auf, das charakteristische Polynom vom von der Matrix A zum Eigenwert Z. Ist die Determinante von A minus Z I3. Okay, das heißt, wir wissen, das ist die Determinante von, wenn wir das jetzt ausrechnen, wissen wir, dass wir das minus Z nur in der Diagonale rausbekommen von 1 minus Z 2 0, 4 minus 1 minus Z 0, minus 1 1 3 minus Z. Okay, und diese Determinante müssen wir jetzt ausrechnen. Das ist eine 3x3-Matrix, deshalb arbeite ich hier immer mit Laplace, außer wir haben sowas wie eine obere Dreiecksmatrix und so weiter, wo man die Determinante schön ablesen kann. Das heißt, ich mache hier Laplace und ich mache die Entwicklung nach der dritten Spalte. Okay, wenn ich nach der dritten Spalte entwickle, weiß ich nämlich, weil das hier Nullen sind, fallen zwei Terme weg. Also habe ich plus 0 plus 0 plus 3 minus z mal das. Okay,
Das heißt, ich muss hier jetzt noch überlegen, welches Vorzeichen ich habe. Ich bin in der dritten Spalte und dritten Zeile. Also habe ich minus 1, 3 plus 3. Und die Determinante von der die Matrix noch, die entsteht, wenn ich die dritte Zeile und die dritte Spalte streiche. Und das ist 1 minus z, 2, 4, minus 1, minus z. Okay, das rechne ich jetzt aus. Also 3 minus z, ich habe hier kein Vorzeichen, weil minus 1 hoch 3 plus 3 ist minus 1 hoch 6. Und hier habe ich 1 minus, das ist die 2-Quad-2-Matrix, kann ich einfach ausrechnen. Es ist 1 minus z minus 1 minus z minus 2 mal 4. Ich habe hier noch die große Klammer vergessen. Okay, das muss ich jetzt ausrechnen. Wenn ich das ausmultipliziere, dann steht da 3 minus z und z Quadrat minus 9. Okay, das kann ich noch faktorisieren. Dann steht da 3 minus z, z plus 3, z minus 3 mit den binomischen Regeln. Und wenn ich jetzt hier das Minus noch rausklammere, komme ich dann auf, damit ich das schön in Linearfaktoren zerlegt habe, wo ich dann auch die algebraische Vielfachheit gleich ablesen kann, mache ich noch einen Schritt mehr. Das ist also minus 1 mal, und dann habe ich da stehen z minus 3 Quadrat, z plus 3. Okay. Gut. Das heißt, jetzt haben wir das charakteristische Polynom bestimmt. Kommen wir zu D. Jetzt sollen wir die Eigenwerte von A sowie die jeweils die algebraische Vielfachheit bestimmen. Die Eigenwerte einer Matrix, wissen wir, sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Und weil wir diese schon so schön aufgeschrieben haben, können wir die ablesen. Das heißt, wir wissen, Lambda 1 gleich 3 ist Eigenwert. Und in der Form können wir auch die algebraische Vielfachheit gleich ablesen. Das ist, wie oft die Nullstelle hier vorkommt. Und das ist zweimal mit algebraischer Vielfachheit Lambda 1 gleich 3. Von Lambda 1 gleich 3, das ist 2. Und den zweiten Eigenwert Lambda 2 gleich minus 3, den haben wir schon im ersten Teil gesehen, dass es den gibt. Das ist Eigenwert. Und hier können wir die algebraische Vielfachheit Lambda 2 Der Eigenwert 3 hat algebraische Vielfachheit Ding und der Eigenwert minus 3 hat algebraische Vielfachheit Lambda 2 gleich. Minus 3 hat algebraische Vielfachheit 1. Okay, das heißt, das können wir ablesen. Okay, weil wir hier 1 hoch 1 stehen haben. Das wäre hier. Okay, jetzt sind wir auch fertig mit Aufgabenteil D. Jetzt kommen wir zu E. Bestimmen Sie den Eigenraum zu jedem Eigenwert sowie die jeweilige geometrische Vielfachheit. Okay, und beim Eigenwert minus 3 können wir jetzt einen schönen Schluss machen. Also können wir uns ein bisschen Rechnung sparen. Und zwar, wir wissen ja, dass allgemein gilt, 1 ist kleiner gleich geometrische Vielfachheit vom Eigenwert, ist kleiner gleich algebraische Vielfachheit. Also ist, also gilt Folgendes, wenn wir wissen, also die algebraische Vielfachheit vom Eigenwert minus 3 ist 1, also wissen wir, dass die geometrische Vielfachheit vom Eigenwert minus 3 auch 1 sein muss, weil hier haben wir, wenn wir das für den Lambda gleich minus 3 uns angucken, Lambda gleich minus 3, wissen wir aus dieser Größenrelation, dass die geometrische Vielfachheit vom Eigenwert Lambda 2 gleich minus 3 1 sein muss. Gleich 1. Okay, was heißt das? Das heißt, dass der Eigenraum zu diesem Eigenwert Dimension 1 hat. Das heißt, ist Dimension vom Eigenraum zum Eigenwert das gleich 1. Und somit
wissen wir, wenn wir einen Eigenraum haben mit einen Teil, wir wissen, dass die Eigenräume Teilräume sind und wenn die Dimension 1 haben, sind sie vom Typ, dass sie der Spann von einem Vektor sind. Von irgendeinem Vektor. Okay, das heißt, wenn wir wissen, dass die geometrische Vierfachgleichheit gleich 1 ist, dann wissen wir, dass der Eigenraum so aussieht. Das heißt, wenn wir irgendeinen Eigenvektor schon kennen, dann wissen wir, dass der Eigenraum einfach nur der Spann dieses Vektors ist. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel da zum Beispiel V1 ein Eigenvektor zum Eigenraum, zum Eigenwert Lambda 2 gleich minus 3 ist, können wir jetzt also sofort den Eigenraum zum Eigenwert Lambda gleich Lambda ist minus 3, ich kann es nicht aussprechen, Lambda 2 gleich minus 3 hinschreiben, und zwar, das ist dann der Eigenraum zum Eigenwert Lambda 2 gleich minus 3 ist der Spann von V1, also der Spann von 2 minus 4, 1. Das heißt, wenn man hier das so machen kann, dann, also wenn man weiß, dass die geometrische Vielfachheit 1 ist und einen Eigenvektor bereits kennt, dann kann man das immer so hinschreiben. Das heißt, jetzt haben wir den schon bestimmen können und jetzt müssen wir noch den Eigenraum zum den Eigenraum zum zweiten Eigenwert bestimmen, also V von Lambda 1 gleich 3 bestimmen. Hier können wir leider keinen schönen Trick anwenden, wir müssen das jetzt einfach bestimmen und wir wissen, kennen den Ansatz, das ist der Kern von der Matrix A minus 3 mal die dritte Einheitsmatrix, die Einheitsmatrix der Dimension 3, das schreiben wir uns jetzt einfach auf. Das ist also der Kern von der Matrix, dann kommen wir bei der Matrix raus. A minus 3, I 3 ist dann minus 2, 2, 0, 4, minus 4, 0, minus 1, 1, 0. Okay, und um den Kern von der Matrix zu bestimmen, bringen wir die Matrix in normierte Zahlenstufenform lesen dann die Lösungsmenge ab. Also machen wir hier eine kleine Nebenrechnung auf. Die normierte Zahlenstufenform von dieser Matrix von minus 2, 2, 0, 4, minus 4, 0, minus 1, 1, 0. Die kann man relativ einfach berechnen, das könnt ihr zu Hause machen. Aber man kommt dann daraus, dass die normierte Zahlenstufenform davon 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ist. Man sieht ja auch schon, die sind ja alle gleich, deshalb wird nur eine Zeile übrig bleiben. Da können wir jetzt wieder die Gleichung ablesen. Und zwar, wir erkennen, dass x1 Kopfvariable ist und x2 und x3 nicht Kopfvariablen. Und das lineare Gleichungssystem, das zu dieser normierten Zahlenstufenform korrespondiert, wenn wir sozusagen das homogene System, also den Kern bestimmen wollen, dann wollen wir auch immer auch gleich das homogene System lösen. Das heißt, wir müssen uns rechts daneben Nullen denken. Das heißt, wir können jetzt wieder Gleichungen auslesen. Dann steht da x1 minus x2 ist gleich 0. Und um jetzt sozusagen alle Lösungen zu bestimmen, setzen wir die Nicht-Kopfvariablen sind frei wahlbare Parameter, die nennen wir jetzt mal S und T und dann können wir das Ganze umstellen und dann kriegen wir als Lösung hier raus, x1 ist dann S, x2 ist auch S und x3 ist T und so sehen alle Lösungen dieses homogenen Gleichungssystems aus. Das heißt, wenn wir das jetzt hier übertragen, das sind sozusagen Elemente der Form S, S, T für S, T aus R. Und das können wir auch schreiben, und zwar indem wir jetzt wieder, wenn wir die S und die T trennen und dann das als Spann von Vektoren aufschreiben, kommen wir hier auf Spann von 1, 1, 0 plus, Komma 0, 0, 1. Das heißt, das ist der Eigenraum zum Eigenwert 3. Okay, gut, das war es dann zu dieser Aufgabe. Hallo, herzlich willkommen zur 13. Übung. Dies ist die letzte Übung mit dem letzten wirklichen Thema, und zwar Diagonalisierbarkeit. Diese Woche
lernen wir, wie gesagt, die Diagonalisierbarkeit von Matrizen kennen. Und kurz zusammengefasst, worum geht es in dem Thema? Es geht darum, dass gegeben einer Matrix wir uns die Frage stellen, ob wir sie in eine Diagonalform bringen können, wo auf der Diagonalen die Eigenwerte der Matrix stehen. Also können wir die Matrix, irgendeine beliebige Matrix A, in eine Diagonalmatrix überführen, sodass diese Diagonalmatrix dann Eigenschaften der ursprünglichen Matrix übernimmt, wie zum Beispiel die Eigenwerte. Das ist, was wir heute machen wollen. Und dann stellt man sich dann natürlich die Frage, wieso gerade Diagonalmatrizen? Warum sollen wir das überhaupt machen wollen? Und die Antwort ist, dass diagonale Matrizen viele schöne Eigenschaften haben, dass die besonders nützlich sind. Ein paar haben wir schon kennengelernt, nämlich dann, wenn wir eine Diagonalmatrix haben, dann ist die ja automatisch schon können wir leicht die Zeilenstufenform berechnen. Dann können wir die Eigenwerte ablesen, die Determinante, die Invertierbarkeit entscheiden, alles Mögliche, alle möglichen Informationen kann man sehr schnell für Diagonalmatrizen ablesen. Und es gibt noch weitere Eigenschaften, und zwar man kann mit Diagonalmatrizen einfacher rechnen als mit normalen Matrizen. Zum Beispiel, also die Motivation, dass wir uns mit Diagonalmatrizen beschäftigen, ist Diagonalmatrizen sind einfach zum Rechnen. Und da können wir uns ein Beispiel angucken. Und zwar, wenn wir die Matrix D, wenn wir D schreiben, dann meinen wir meistens Diagonalmatrizen, haben die wie folgt aussieht. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, minus 1. Und jetzt sagen wir, wir wollen die Matrix hoch 6 nehmen. Das heißt, die Matrix 6 mal mit sich selber multiplizieren. Also quasi das ausrechnen. Also das multiplizieren miteinander. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, minus 1. Aber das Ganze 6 mal. Dann müssen wir, wenn wir eine normale Matrix haben, ja 6 Matrix-Multiplikationen durchführen, die alle, wo wir immer jeweils Zeile mal Spalte nehmen müssen und in dieser Zeile mal Spalte-Multiplikation 3 einzelne Multiplikationen durchführen müssen. Also wir haben sehr viele Rechenoperationen. Aber wenn wir eine Diagonalmatrix haben, wissen wir, wenn wir 2 Diagonalmatrixen mit Tritzen mal nehmen, also wenn ich jetzt einfach hier eine Diagonalmatrix hinschreibe, dann weiß ich, dass dadurch, dass ich Zeile mal Spalte nehme, dass wenn ich 2 Diagonalmatrizen multipliziere, dass das nichts anderes ist, als dass ich nur die Diagonaleinträge multipliziere und die auf die Diagonale führe. Also das ist dann zum Beispiel, dass 1 hoch 6, 0, 0, 0, 2 hoch 6, 0, 0, 0, minus 1 hoch 6. So, das heißt, wenn ich hier eine Diagonalmatrix hoch 6 nehme, heißt es, ich muss eigentlich gar nicht umständlich rechnen, sondern ich nehme wirklich nur die Diagonaleinträge hoch 6 und das ist dann das sechsfache Potenzieren der Matrix und dann kommt hier raus 1, 0, 0, 0, 2 hoch 6 rechne ich jetzt nicht aus, 0, 0 und minus 1 hoch 6, weil 6 gerade ist, ergibt dann 1. So. Das ist eine Motivation, warum das gut ist. Also, wieso ist es im Allgemeinen? Ist es, kann man jetzt auch nochmal als Formel aufschreiben, wenn ich eine Diagonalmatrix habe, D1 zum Beispiel, und meistens, oder wir können auch für die Diagonalmatrizen die folgende Notation benutzen, und zwar, ich schreibe Diag für Diagonal hin, und jetzt
schreibe ich dann in den Klammern einfach nur die Elemente hin, die die auf der Diagonalen stellen sollen. Lambda 1 bis Lambda n. Das heißt, diese Notation bedeutet, dass ich die Matrix meine, die Diagonalmatrix, wo Lambda 1 bis Lambda n auf der Diagonale ist und es überall anders 0 ist. Okay. Also für zwei Diagonalmatrizen, Lambda, das ist jetzt μ1 bis μn, eine andere Diagonalmatrix, die sieht wie folgt aus, μ1 bis μn auf der Diagonalen und der Rest der Einträge 0. Okay, wenn ich zwei Diagonalmatrizen multipliziere, d1 mal d2 jetzt rechne, dann, wenn ich das mache, ist das einfach die Diagonalmatrix, wo ich jetzt einfach nur die einzelnen Diagonalelemente miteinander multipliziere. N, also diese Matrix. Lambda 1, μ1 bis Lambda n, μn und alles 0. Das ist die praktische Eigenschaft von Diagonalmatrizen, dass wenn ich miteinander multipliziere, ich wieder eine Diagonalmatrix bekomme, wo ich die Einträge so berechnen kann. Und das war das, was wir hier benutzt haben. Dadurch, dass wir das nicht sechsmal miteinander multiplizieren müssen, sondern einfach diese Eigenschaft ausgenutzt haben. Gut, das ist die Motivation, warum, oder eine der Motivationen, warum wir mit Diagonalmatrizen arbeiten wollen, weil man davon halt damit auch besonders leicht rechnen will. Gut, und wohin wollen wir jetzt herauf? Wie gesagt, wenn wir gegeben eine Matrix A haben, also gegeben ist irgendeine Matrix und jetzt wollen wir eine diagonale Matrix D finden, also wir wollen diese Matrix A in eine diagonale Matrix überführen und diese Matrix D soll viele gemeinsame Eigenschaften mit A haben, zum Beispiel gleiche Eigenwerte, Determinante, Rang und so weiter. Also die soll A ähnlich sein. Ähnlichkeit ist auch ein Begriff aus der linearen Algebra, den werden wir in diesem Kurs nicht kennen, aber wer vielleicht schon ein bisschen mehr gehört hat, wir wollen eine Diagonalmatrix finden, die ähnlich zu A ist. Okay, und wie schlagen wir jetzt die Brücke zu den Themen der vergangenen Woche? Und zwar die Matrix D werden wir über die Eigenvektoren der Matrix A bestimmen und die Eigenwerte. Okay, das heißt, das ist das. Sozusagen, wir brauchen diese Woche die Themen der letzten, den Inhalt der letzten Woche. Okay, ich fange jetzt ein bisschen anders an, als es in der Vorlesung und im Skript gemacht wird. Und zwar, normalerweise gibt es jetzt noch eine Herleitung von Diagonalisierbarkeit über darstellende Matrizen, aber die will ich jetzt nicht am Anfang setzen, sondern erwähne es nur kurz am Ende. Ich möchte einfach anfangen mit der Definition von Diagonalisierbarkeit, das erste Gefühl zu Diagonalisierbarkeit bekommen, bevor wir dann wieder zu darstellenden Matrizen gehen, weil darstellende Matrizen erfahrungsgemäß für viele so ein bisschen nicht deren Lieblingsthema sind, deshalb will ich jetzt Diagonalisierbarkeit einfach simpel aufbauen und dann später die Verbindung zu darstellenden Matrizen schlagen, um nicht jemanden jetzt gleich am Anfang zu verwirren. Also, Definition, wir definieren jetzt einfach die Diagonalisierbarkeit einer Matrix. Okay, eine Matrix A aus dem K hoch N Kreuz N, also es ist wieder beliebiger Körper, R oder C, das kann reelle oder komplexe Einträge haben und Anzahl der Zeilen muss gleich Anzahl der Spalten sein, also die Matrix muss quadratisch sein. Diagonalisierbarkeit definieren wir nur für quadratische Matrizen. Wieso? Naja, eine Diagonalmatrix, wenn ich sozusagen nicht quadratische Matrizen habe, macht auch nicht Sinn, aber egal, wir machen es hier einfach nur für quadratische Matrizen. Okay, also eine Matrix A, eine quadratische Matrix A heißt diagonalisierbar. Wenn eine Matrix, eine invertierbare Matrix S existiert, also wir müssen eine invertierbare Matrix S aus dem N-Kreuz N finden, mit der Eigenschaft, das wird unsere Transformationsmatrix sein, also die, mit der wir A in eine diagonale Matrix überführen,
mit der Eigenschaft, dass wenn wir an A von links die Inverse von S hoch minus 1, wir fordern ja, dass es eine invertierbare Matrix ist, von links die Inverse von S ran multiplizieren und von rechts S selber ran multiplizieren, dass das D ergibt eine Diagonalmatrix ist. Und Diagonalmatrix, diese Notation hatten wir jetzt schon. Das heißt, also jetzt nochmal als Erinnerung, das bedeutet, es ist dann in der Form Lambda 1 bis Lambda n und der Rest der Einträge ist 0. Also, wie geht der Satz jetzt weiter? Eine Matrix A aus dem K hoch n, eine aus dem n kreuz n heißt diagonalisierbar, wenn wir eine invertierbare Matrix S finden, sodass, wenn wir S hoch minus 1 von links ran multiplizieren an A und von rechts S ran multiplizieren, eine Diagonalmatrix D rauskommt. Existiert mit, sodass D diagonal ist. Das nennen wir die Eigenschaft Stern. Okay. Und diese Matrix S muss invertierbar sein. Macht natürlich Sinn, wenn ich die Inverse berechne, muss die Inverse existieren. Okay. Also, wir wollen A in eine Matrix überführen, die diagonal ist, in eine Matrix D. Und das machen wir, indem wir S hoch minus 1 und S an A ran multiplizieren. Okay. Und jetzt können wir darüber gleich schon ein paar Aussagen treffen. Und zwar, wir merken uns, haben wir in der Vorlesung schon kennengelernt, die Diagonaleinträge Lambda 1 bis Lambda n von der Diagonalmatrix D, das sind die Eigenwerte von A. Also wir wissen, das, was dann da rauskommt, was auf der Diagonalen steht, das werden die Eigenwerte von der ursprünglichen Matrix A sein. Und wir wissen auch noch was über unsere Matrix S. Und zwar, unsere Matrix S hängt mit den Eigenvektoren zusammen. Und zwar, die Spalten von der Matrix S, dieser invertierbaren Matrix S, sind die Eigenvektoren zu den Eigenwerten, die auf der Diagonalen stehen. Das heißt, in der ersten Spalte steht ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1. In der n-ten Spalte steht ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda n. Okay, das muss man sich mal bei der Definition merken, wofür S und D stehen. Also die Spalten von S sind die zugehörigen Eigenvektoren. Also zu den Eigenwerten gehören. Wichtig ist, was man sich immer merken muss, Reihenfolge muss passen. Also so in der Reihenfolge, wie ich die Eigenwerte auf der Diagonalen schreibe, in der gleichen Reihenfolge müssen auch die Eigenvektoren in den Spalten von S stehen. Das ist wichtig. Okay. Und jetzt möchte ich es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man diese Definition aufschreibt, indem man einfach diese Gleichung nach A umstellt. Und die Formel dafür will ich auch nochmal aufschreiben, weil die auch häufig benutzt wird, dass man beide kennt. Also die andere Formulierung von der Bedingung Stern ist, die schreibe ich nochmal einfach auf. Stern ist ja das gleiche wie, also Stern ist einfach nur die Gleichung S hoch minus 1 A S ist gleich die Diagonalmatrix D. Und jetzt kann ich ja zwei Sachen machen. Und zwar erst kann ich S von der linken Seite auf beiden Seiten der Gleichung von der linken Seite an die Matrix ran multiplizieren. Dann habe ich hier S mal S hoch minus 1 ist die Einheitsmatrix. Also steht hier nur A mal S ist gleich S mal D. Okay, und jetzt möchte ich noch das S loswerden. Das heißt, ich multipliziere von rechts noch die Inverse von S ran. Das muss ich natürlich auf beiden Seiten machen. Dann habe ich hier wieder die Einheitsmatrix stehen. Dann steht da nur A ist gleich S mal D mal S hoch minus 1. Jetzt haben wir die andere Formulierung der Definition von Diagonalisierbarkeit gehabt, die auch sehr wichtig, also die genauso wichtig ist.
Und zwar, wir können auch sagen, eine Matrix A ist diagonalisierbar, wenn wir eine invertierbare Matrix S und eine diagonale Matrix D finden, sodass A gleich S mal D mal S hoch minus 1 ist. Okay, das ist einfach die gleiche Formulierung. Wir haben jetzt nur nach A umgestellt, hier ist nach D umgestellt. Ja, also das sind die beiden Formeln, die man sich in Bezug für Diagonalisierbarkeit merken muss. Okay, und als erstes gucken wir uns jetzt ein Beispiel mal dafür an. Und zwar, indem mit diesen Eigenschaften, die wir hier schon aufgeschrieben haben, und zwar, dass die Diagonaleinträge von Lambda 1 bis Lambda n auf der Diagonalen von d stehen und die Spalten von s die zugehörigen Eigenvektoren in der richtigen Reihenfolge sind, haben wir quasi schon ein Kochrezept, das wir geben einer Matrix A, wir S und D bestimmen können. Und zwar, wir müssen für D einfach alle Eigenwerte bestimmen, die auf die Diagonale stellen, schreiben. Und für S müssen wir die zugehörigen Eigenvektoren bestimmen und die in die Spalten von S schreiben. Das heißt, das ist schon ein Kochrezept, wie man für eine Matrix A dieses S und D bestimmen musste. Ja. Okay, das heißt, da gucken wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Das ist Beispiel 1. Okay, da habe ich die Matrix A, also jetzt ist gegeben, eine Matrix A und die sieht wie folgt aus, 1, minus 1, minus 1, 1, diese Matrix A. Weiterhin sind gegeben die Eigenwerte von der Matrix A, die hat irgendjemand für uns schon netterweise berechnet. Und zwar, wir haben den Eigenwert Lambda 1 gleich 0, also 0 ist ein Eigenwert und 2 ist ein Eigenwert dieser Matrix. Okay, und weiterhin haben wir in diesem Beispiel schon die Eigenräume gegeben. Und zwar, der Eigenraum zum Eigenwert Lambda 1 gleich 0 ist der Spann von dem Vektor 1, 1 und der Eigenraum zum Eigenwert Lambda 2 gleich 2 ist der Spann von minus 1 und 1. Nochmal eine kurze Wiederholung. Was waren nochmal die Eigenräume? Die Eigenräume ist die Menge aller Eigenvektoren, also der Eigenraum zum Eigenwert 0 ist die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert 0 und die 0. Also im Spann haben wir auch immer das Null-Element drin und wir wissen, dass 0, das 0, der Null-Vektor niemals ein Eigenvektor, das ist per Definition kein Eigenvektor, deshalb das sind alle Eigenvektoren zum Eigenwert 0 und die 0 ist hier noch drin. Okay, und mit dem, was wir eben hatten, haben wir mit hier jetzt alle Informationen stehen, um mit diesem Kochrezept die Matrizen D und S aufzustellen. Und zwar dann bestimmen wir D erstmal, die Diagonalmatrix D. Und was ist das? Das ist, haben wir eben schon gesagt, die Diagonalmatrix D ist eine Diagonalmatrix, wo die Eigenwerte auf der Diagonalen stehen. Das heißt 0, 2. Und der Rest ist 0. Das ist unsere Diagonalmatrix D. Auf der Diagonalen, hier stehen die Eigenwerte. Jetzt können wir auch noch die invertierbare Matrix S bestimmen. Und zwar, was haben wir gesagt, was S sein muss? In S stehen die Eigenvektoren zu den Eigenwerten in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, als erstes haben wir den Eigenwert 0 auf der Diagonalen stehen. Das heißt, in die erste Spalte von S kommt ein Eigenvektor zum Eigenwert 0. Okay. Dazu gucken wir in den Eigenraum. Ein Beispiel für einen Eigenvektor zum Eigenwert 0 ist hier zum Beispiel unser Basiselement 1, 1. Das ist dann unsere erste Spalte. Also hier, erste Spalte ist ein Eigenvektor zum
Eigenwert 0. Okay. In die zweite Spalte müssen wir einen Eigenvektor zum Eigenwert 2 schreiben, also einen Eigenvektor zum Eigenwert 2 schreiben wir rein. Dann gucken wir hier in den Raum, in den Eigenraum zum Eigenwert 2 und da ist ein Beispiel für einen Eigenvektor minus 1, 1. Okay. Das heißt, jetzt haben wir D und S bestimmt nach dem Kochrezept, was ich vorhin angegeben habe. Natürlich kann ich hier jetzt irgendwas behaupten. Wir überprüfen jetzt wirklich, dass diese Matrizen D und S die Eigenschaft erfüllen, die wir haben wollen. Und zwar, dass wir überprüfen, Test, dass es wirklich die richtigen sind. Und zwar dabei testen wir, dass S D S hoch minus 1 wirklich A ist. Okay. Dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal S hoch minus 1 bestimmen. Bei einer 2-Kreuz-2-Matrix ist das ja einfach. Und zwar, da gibt es die Formel, dass das 1 durch die Determinante ist. Was ist die Determinante davon? 1 mal 1 minus 1 mal minus 1, also 2. Und die Inverse ist, wir tauschen diese beiden Elemente auf der Hauptdiagonalen aus und nehmen minus mal die Elemente auf der Gegendiagonalen. Dann haben wir diese Matrix, das ist unsere Inverse. Und jetzt müssen wir das nur ausrechnen und testen, ob da A rauskommt. Also wir rechnen S, D, S hoch minus 1, das schreiben wir uns hin. S war die Matrix 1, minus 1, minus 1, 1, das war die Matrix S. D war die Matrix 0, 0, 0, 2 und S hoch minus 1, die Inverse war 1 halb mal 1, 1, minus 1, 1. Das multiplizieren wir erstmal aus, indem wir erst mit von rechts anfangen. Das 1 halb können wir hier reinziehen, dann steht hier 1. Das mache ich jetzt nicht nochmal als extra Schritt, sondern implizit mit. Dann habe ich 0 mal 0, 0 mal 1 plus, also ich mache immer Zeile mal Spalte. Wenn ich hier eine Nullzeile habe, kommt immer 0 raus. Also habe ich hier 0, 0. Jetzt für die zweite Zeile, 0 mal 2 heißt, ich habe ja bei 1, weil ich das 1 halb habe, also nehme ich immer das zweite Element der Spalten da, minus 1, 1. Okay, jetzt muss die nächste Matrixmultiplikation durchführen. Wieder mache ich Zeile mal Spalte. Dann kommt hier 1 raus. Hier kommt minus 1 raus. Dann kommt hier minus 1 raus. Und hier kommt 1 raus. Aha, und wenn wir jetzt überprüfen, was war A? Das war genau diese Matrix. Also, das ist also A. Also, es ist A diagonalisierbar. Wir haben eine diagonale Matrix D gefunden und eine invertierbare Matrix S, sodass S, D, S hoch minus 1 gleich A ist. Also ist A diagonalisierbar. Okay. Weil wir diese Matrix S gefunden haben, dass wenn wir diese Matrix S und die Diagonalmatrix D bestimmt haben. Okay, das war unser erstes Beispiel. Und jetzt gehen wir weiter. Man kann sich jetzt die Frage stellen, dass ob jede Matrix diagonalisierbar ist. Und die Antwort ist nein. Es gibt auch nicht diagonalisierbare Matrizen. Also merke, nicht jede Matrix ist diagonalisierbar. Wir können auch Matrizen A finden, die nicht, wo wir diese Matrix S und D nicht bestimmen können. Und dann fragt sich natürlich stellt sich die Frage, welche Matrizen sind denn diagonalisierbar? Und dafür charakterisieren, welche Matrizen sind
Matrizen sind diagonalisierbar. Was sind Charakterisierungen von diagonalisierbaren Matrizen? Sind diagonalisierbar? Und da gibt es einen schönen Satz aus der Vorlesung, den wir auch kennen, der genau uns sagt, welche Eigenschaften gelten müssen, damit eine Matrix diagonalisierbar ist. Also für eine Matrix A aus dem n Kreuz n, also eine quadratische Matrix, können wir Diagonalisierbarkeit wie folgt charakterisieren. Also A ist diagonalisierbar. Genau dann, wenn. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, also genau dann, wenn. Und eine Charakterisierung ist, es existiert eine Basis aus Eigenvektoren von A. Das heißt, wir finden, A hat n-linear unabhängige Eigenvektoren. Das ist eine Bedingung an die Diagonalisierbarkeit. Und wieso macht das Sinn? Naja, am Anfang in unserer Definition. In unserer Definition haben wir ja gesagt, eine Matrix heißt diagonalisierbar, also die Matrix A heißt diagonalisierbar, wenn wir eine invertierbare Matrix S finden, sodass diese Eigenschaft gilt. Und danach haben wir gesagt, dass die Spalten von S Eigenvektoren von S von A sein müssen. Und damit eine Matrix S, damit die Matrix invertierbar ist, müssen die Spaltenlinien unabhängig sein. Und wenn wir gesagt haben, die Eigenvektoren sind unsere Spalten, dann müssen wir n Spalten finden, n-linear unabhängige Spalten, also n-linear unabhängige Eigenvektoren. Und n-linear unabhängige Vektoren im R auch n bilden immer eine Basis. Also kann man das formulieren als die Eigenschaft, es existiert eine Basis aus Eigenvektoren von A. Oder wir finden, A hat n-linear unabhängige Eigenvektoren. Okay, das ist eine Charakterisierung. Die ist aber jetzt wie immer nicht so einfach zu überprüfen, sondern man kann das Ganze noch ein bisschen knackiger formulieren und zwar oder ein bisschen direkter formulieren. Und zwar, man kann noch formulieren, für jeden Eigenvektor Lambda von A gilt was? Also eine Matrix A ist genau dann diagonalisierbar, wenn für jeden Eigenwert, nee, ich habe eben gerade Eigenvektor gesagt, aber ich meine, wenn für jeden Eigenwert Lambda von A das Folgende gilt, und zwar die geometrische Vielfachheit vom Eigenwert Lambda muss gleich der algebraischen Vielfachheit vom Eigenwert Lambda sein. Wenn das erfüllt ist, für jeden Eigenwert Lambda, dann ist die Matrix diagonalisierbar. Und zwar, wir wissen immer, dass wir hier dieses Kleinergleich haben. Das gilt immer. Die geometrische Vielfachheit ist hier die Dimension des Eigenraums. Und die ist immer kleiner als die algebraische Vielfachheit. Die algebraische Vielfachheit ist, wie oft die Nullstelle Lambda im charakteristischen Polynom vorkommt. Und diese Beziehung gilt immer, aber wir fordern hier Gleichheit für jeden Eigenwert. Wieso? Was bedeutet das? Also, wir wissen ja, das ist nur so eine kleine Nebenrechnung oder Begründung für den, wen es interessiert, wir wissen ja von letzter Woche, dass die Summe der algebraischen Vielfachheiten für jeden Eigenwert Lambda, wenn wir die aufaddieren, dass das n ergibt. Also die Summe aller algebraischen Vielfachheiten ergibt n, also die Dimension. Und wenn die geometrischen Vielfachheiten gleich den algebraischen Vielfachheiten heißen, das heißt, dass die geometrische Vielfachheit aller Eigenwerte sich zu n aufaddiert. Und die, was sind wir nochmal, die geometrischen Vielfachheiten? Das sagt die Dimension der Eigenräume. Also wie viel linear unabhängig für einen Eigenraum, sagt die geometrische Vielfachheit mir, wie viele linear unabhängige Eigenvektoren finde ich zu diesem einen Eigenwert. Außerdem wissen wir noch, dass zu unterschiedlichen
Werten, die Eigenvektoren linear unabhängig sind. Also haben wir dann, wenn wir wissen, dass die Summe der geometrischen Vielfachheiten gleich n ist, wissen wir, dass wir n linear unabhängige Eigenvektoren haben. Okay, das ist so ein bisschen die Einordnung dazu, weshalb, also dass diese Definitionen nicht ganz aus der Luft gegriffen sind. Okay, und das hier ist die einfache Bedingung, die wir gut überprüfen können. Also wenn eine Matrix A, wenn wir überprüfen wollen, dass eine Matrix A diagonalisierbar ist, dann würden wir jeden alle Eigenwerte bestimmen und dann für jeden Eigenwert die algebraische und die geometrische Vielfachheit bestimmen. Und wenn die gleich sind, dann können wir sagen, dass die Matrix diagonalisierbar ist. Das wäre sozusagen die Vorgehensweise, wie man überprüft, dass eine Matrix diagonalisierbar ist. Und ich denke, ich mache jetzt mal eine Pause für den ersten Teil der Übung und nach der Pause geht es weiter, wo ich dann eine Anleitung zur Diagonalisierung von Matrizen gebe. Dann rechnen wir noch ein paar Beispiele durch und am Ende gibt es noch ein paar Eigenschaften von diagonalisierbaren und dann, wie gesagt, noch die Anwendung, was hat das Ganze mit darstellenden Matrizen zu tun und am Ende, wofür kann man das benutzen? Also was meine ich mit diesem Rechnen mit diagonalen Matrizen? Gut.